Sie bezeichnet sich selber als Aktivistin mit zu wenig Zeit, Sozialistin mit Leib und Seele und als Feministin von Kopf bis Fuß. Die JUSO-Präsidentin Tamara Funicello. Für mich ist es wichtig, sich heute noch für feministische Anliegen einzusetzen, weil wir noch lange nicht dort sind, wo ich gerne möchte, dass wir sind. Wir sind noch lange nicht so weit, wie wir sollten sein, auch wenn uns das dauernd predigt wird. Das ist auch im 2010 sichtbar geworden. Eine Initiative hat dann verlangt, dass Frauen ihre Abtreibung künftig selber zahlen. Und das hat mich eigentlich dann schockiert. Das ist das erste Mal, als ich gecheckt habe, dass ja eigentlich die Fristenregelung noch gar nicht so lange her ist angenommen worden. Für mich war es immer eine Selbstverständlichkeit, dass man abtreiben kann. Und das war nicht der Fall, es ist noch gar nicht so alt. Und es hat mir vor allem gezeigt, dass Errungenschaften, die man hat, erkämpft, nicht einfach gegeben sind, sondern dass man immer wieder kämpfen muss, um die zu bestätigen und vor allem auszubauen. Dafür gekämpft hat sie nackt mit 4 anderen JUSO-Frauen unter Kampagne «Mein Körper, meine Entscheidung» – Botschaft Selbstbestimmung. Es ist darüber geredet worden, es ist darüber diskutiert worden und wir haben ganz klar gewonnen. Tatsächlich haben für 70% Nein gestimmt. Das positive Resultat hat mir gezeigt, dass die Schweizerinnen und Schweizer hinter dieser Fristenregelung stehen. Was mir aber dennoch Sorgen macht, fast 1 Million Leute, die sich abstimmen, haben gegen die Fristenregelung gestimmt. Und das ist eigentlich Grund zur Sorge, finde ich, dass man so etwas Grundlegendes in Frage stellt. Und ich glaube, wenn man über den Tellerrand raus schaut, schauen wir nach Polen zum Beispiel, wo im Moment die Fristenregelung angegriffen wird, schauen wir nach Irland, wo es immer noch nicht möglich ist, abzutreiben. Denn wir sind noch lange nicht dort, wo wir gerne möchten sein. Und wir müssen weiter kämpfen, dass das zum einen erhalten wird und zum anderen, damit eben auch in anderen Ländern, in anderen Kontexten die Möglichkeit gibt, wo mein Körper, meine Wahl ist, einfach immer noch das oberste Gebot und für das müssen wir weiterhin kämpfen.